So, ich will gar nicht so lange reden, sondern darf euch beide nach vorne bitten und dann geht's los mit dem Wortgeklingel zu Industrie 4.0 oder auch nicht. Richtig. Und Gunnar erklärt jetzt alles. Ja, ja. Wer ist denn bei Twitter? Melden. Okay. Dann ist ja schon eine Voraussetzung gegeben, um an unserer Debatte teilzunehmen. Ne? Also Fragen über Hashtag CTK2016, beispielsweise über Twitter. Oder für die, die nicht bei Twitter sind, über die Karten, über die Grünen. Wir haben eine Kartenfunktion eingebaut. 140 Zeichen passen hier bestimmt drauf. Die können Sie uns dann hier nach vorne bringen. Oder Sie können sie auch verlesen. Ne? Das ist auch möglich. Erste Frage, Hashtag Guido, was hast du eigentlich gemacht, als es in der Zeit von Industrie 3.0? Ich habe, es gibt eine Geschichte aus meinem Leben, die ja keiner kennt. Ich habe in meinem Studium mal in einem Industrie 1.0-Betrieb gearbeitet. Ah, okay. Da ging es darum, Maschinen zu putzen. Das war so eine Firma, die hat Papiertüten geklebt. Und dann mussten wir, die hatten eine alte Maschine gekauft und die musste dann neu, also einmal durchgeputzt werden. Ja. Industrie 3.0 habe ich verpasst. Ja. Wer war bei Industrie 3.0 dabei? Keiner? Komisch. Also, Winfried. Ja, Winfried, stimmt doch gar nicht. Industrie 3.0 gab es schlichtweg nicht. Ne? Industrie 2.0 glaube ich auch nicht. Also zumindest ist es an mir vollständig vorbeigegangen, wobei okay. Ich habe ja diesen mathematischen Hintergrund, ich weiß es nicht genau. Wir machen erstmal ein paar Provokationen, dann kommt Guido auch noch mit der Geschichte. Seit wann sind wir nicht mehr Industrienation? Ja, statistisch. Wir sind wirklich nicht mehr. Wir sind wirklich nicht mehr. Seit 1980. Wann begann der Prozess der Deindustrialisierung? In den 60er Jahren. Die Frage ist, was man sagen wir, mit so einer Leimspur Industrie 4.0 eigentlich bezwecken will. Ist dir das klar? Nein. Nee. Also die weil das Wort Industrie 4.0 oder der Begriff Industrie 4.0 ist eigentlich, wie du schon richtig herleitest, im vollständigen luftleeren Raum entstanden. Ja. Es gibt keine sinnvolle Herleitung aus dem, was wir als Industrienation, die wir uns ja immer auch so sehen und denken und schimpfen, aus der man das nachzieht. Genau, es gibt eine nette Titelgeschichte im Manager-Magazin, in der Oktobernummer, über die SAP-Clique, die digitalen Streber in Deutschland sein sollen, also Hasso Plattner und Co. Die sind die digitale Avantgarde, werden vom Manager-Magazin so bezeichnet, also Kagermann und wie sie alle heißen, Hopp und so. Und da sind zwei große Vorhaben als Großleistung der SAPler angeführt im Manager-Magazin. Kannst du raten, welche das sind? Also welche digitalen Großtaten haben die beiden verbockt, also diese Herren verbockt, außer dass SAP keiner mag, aber... Viel Software? Ja. Yep. Also, aber so für die Nation. Keine Ahnung. Ja. Sie waren Initiatoren, Sie haben mehr oder weniger den IT-Gipfel der Bundesregierung mit erfunden und haben auch mitgearbeitet an der Kreation des Begriffes Industrie 4.0. Darüber hinaus sitzen Sie fast in jedem DAX 30 Aufsichtsrat mittlerweile und fühlen sich so ein bisschen als digitale Berater. Man merkt es in den DAX 30 Konzernen nicht so ganz, also weiß ich nicht, bei den Autokonzernen. Zetsche macht jetzt die große Schwarmoffensive. Er macht jetzt die Schwarmoffensive, wobei ich auch da noch nicht zusammenkriege, wo in Daimler Schwarm ist. Ja. Außer vielleicht in den... Nee, ich sag's nicht. Okay. Der Harald Schirmer ist ja schon mal zitiert worden von Continental. Der hat ganz klar gesagt, wer sich sag mal, in der Sphäre der Digitalisierung nicht die Füße nass macht, ja, der braucht über Digitalisierung nicht reden. Und er meint damit natürlich auch die Werkzeuge, die man einsetzen sollte, beispielsweise in offenen Strukturen zu arbeiten oder auch die Werkzeuge mal abzutesten. Und dazu zählen eben auch so Geschichten wie Twitter. Was antworten Chefs meistens, wenn ich, also ich hatte mal eine Initiative gestartet, ich wollte twitternde Chefs interviewen in Deutschland. Ja, so über Twitter gestartet die Aktion und über Facebook, über meinen Blog. Zwei haben sich gemeldet. Und die anderen hatten eine Kommunikationsabteilung. Die sind oder? Ja gar nicht auf Twitter. Ach so. Also es ist der Opel-Chef, allerdings mit seinem Marketing-Team und dann noch ein zweiter. Ja. Und
Wie gesagt, und der eine war allerdings ein Konzernchef von einem Schweizer Unternehmen und der zweite, der war so ein Mittelständler halt. Ne? So. Und welche Antwort bekommt man eigentlich? Also du bist ja auch Berater so in den Unternehmen, ob man bei Twitter unterwegs sein soll als Chef. Du hast ja als Chef hast du ja das Problem, dass du gar nicht sagen darfst, was du denkst. Ja. Das könnte ja gegen dich verwendet genau. werden. Also brauche ich ja natürlich den Filter einer Kommunikationsabteilung, die alles, was ich denken soll, auch so in Worte fasst, dass es jeder versteht, was eigentlich heute nicht mehr funktioniert. Weil wir haben dieses Ding, das heißt, glaube ich, Internet. Mhm. Und dieses Ding namens Internet ist Kommunikation. Ist mhm. das, was wir, also eine Systemtheorie, das eigentlich das wesentliche Element ist, nämlich dich miteinander auszutauschen. Und das kann ich nicht durch irgendwelche Filter tun. Also im Internet oder in der Digitalisierung geht es ja um Anschlussfähigkeit, es geht um die Kultur der Beteiligung, es geht um offene Strukturen, es geht um Entwickler-Communities. Und der Professor Straubhaar, das ist jetzt, sagen wir mal, kein Maschinenstürmer jetzt so, ne? Also der wird jetzt, sagen wir mal, Industrie 4.0 ist eigentlich toll. Der hat vor kurzem einen Artikel geschrieben, wenn man sich die Karrieremechanismen der deutschen Vorstände, Mittelstand und Konzerne anschaut, hat im Prinzip keiner digitale Kompetenz erworben. Weil die Kaminkarrieren laufen entweder über Seilschaften, dann marschieren sie mit dem Ex-McKinsey-Chef mit und werden den Adidas-Vorstandschef, ne, wie der Herr Rohrstedt. Sie erben halt was. Ne? So. Digitale Kompetenz ist da nicht vorhanden, weil sie die sich nicht erarbeitet haben. Sie müssen ja nicht in irgendeiner Weise die Werkzeuge einsetzen oder sie vernetzen dann irgendwelche Maschinen, hinten dran kommt noch Internet und das ist dann Industrie 4.0. Ja, ist es das? Jetzt kommen wir mal zu der eigentlichen Frage, die ich ja gerne mal stellen würde. Ja, stell du mal. Worum geht es bei Internet, oder nicht bei Internet 4.0, das wäre mal schön, worum geht es bei Industrie 4.0? Und jetzt ist das nicht die Frage, die ich mir selber beantworten will, sondern es ist die Frage, die ich Ihnen und euch stelle. Was sind die Begriffe, die Sie hier mit Internet, Industrie 4.0 war das Wort, Industrie 4.0 verbinden? Ich habe ja schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich würde es gerne aufschreiben. Also, jetzt kommt die große, entweder über Twitter oder über Zettel oder per Audio. Genau. Audio geht auch. Was ist es? Was ist Industrie 4.0? Was steckt da drin? Welche Begriffe fallen Ihnen dazu ein? Dark Factory. Dark Factory. Gut. Ja, da hinten war noch. Ich höre es nicht so gut. Ah, ja. Kommt schon was über Twitter? Nö. Oh. Es gibt einen Trittbrettfahrer. Ein Hashtag-Klauer. Ja? Daten sind verwendet. Ja. Okay. Ein bisschen auch Farbe reinbringen. Ja, oh, das ist schön. Das mag ich. Ja. Smarte Fabrik. Das Smart habe ich nicht verstanden. Da bin ich nicht so richtig. Kann ich auch was sagen? Machst du das sowieso? Ja. Industrie 4.0? Bislang keine Plattform. Das bislang klein, schreibe ich aber klein, ja? Neue Verhaltensweisen. Ja. Ich habe schon kleine. Hashtag neue Verhaltensweisen, Gewohnheiten. Die was? Was vorher noch? Was war das vorher noch? Vor der Digitalisierung. Nee, da war noch was dazwischen. Verhaltensweisen. Ah, Verhaltensweisen. Das war's. Ist gut. Also auf Twitter ist bislang nichts. Warum nicht? Weiß nicht. Ist das nicht digital hier? Ne.
ist das digital. Digitalisierung des Firefighting. Oh, reicht Digitalisierung eigentlich auch schon? Nee. Okay. Firefighting. Okay. Ist doch Wortgeklingel. Jetzt gehe ich hier schon auf die Knie, das ist auch so. Für etwaige. Also, wir haben auch noch die Karten, wer sich nicht traut, was zu sagen. Ne? Assistenzsystem. Jawohl. Der Mann ist gut. Jawohl. Der Mann weiß, wovon er spricht. Aha. Das ist ein Kreuzworträtsel. Ja, wir nähern uns. Das Ding sieht jetzt ganz anders aus, als ich es geplant hatte, aber es macht nichts. Transparenz. Wollen wir das wirklich? Sinnstiftung. Sinnstiftung. Kann man Sinn stiften? Das ist immer, da kriege ich bei Sinnstiftung, sehen Sie das hier hinten, hier diese Nackenhaare gehen. Umgang hoch. Mit Komplexität. Bei Sinnstiftung habe ich immer ein Problem. Werte schaffen. Ich mache es trotzdem. Ich finde, Sinn kann man. Jan Bieler hat das. Oh, gut. Über die Stiftung müssen wir nochmal reden, ja? Datencloud? Oh. Datencloud. Das klingt so anders. Ich schreibe es mal so, ja? Zwischengefragt, welche Industriefirmen planen denn eine Plattform in Deutschland, eine digitale Plattform? Ja. Ja, Glöckner, KUKA. KUKA-Chef Reuter sagte, wie eine Plattform auszuschauen hat. Look and feel von KUKA. Ne? Alles schön selber im Griff haben und Abschottung vor der Konkurrenz. Glöckner sagt, das muss im Prinzip in unserem System gestaltet werden. Es muss abgeschottet werden vor Konkurrenten und es muss quasi unser Design haben. Das sind bislang die Planungen der Industriefirmen, wie sie Plattformen definieren. Alibaba, könnten die so arbeiten? Ich habe jetzt gestern was in Amazon gelesen, die arbeiten komischerweise auch nicht so. Die Frage ist, wer wirklich die DNA hat von diesen Führungskräften, die sicherlich hochqualifiziert sind als Ingenieure oder als Techniker etc. Und die, sagen wir, wahrscheinlich auch in der Robotik hervorragende Arbeit machen. Die Frage ist, ob sie die DNA wirklich dann haben für die Vernetzung, für die Plattform, für die Anschlussfähigkeit, für Entwickler-Communities und für eine Zeit, wo es dann vielleicht in Richtung 3D-Drucktechnik geht, wo es eine Dezentralisierung gibt in der Produktion etc. Das hat zum Beispiel auch der Straubhaar bestritten. Er sagte, in den Führungsriegen der deutschen Unternehmen und des Mittelstandes, also der Konzerne und des Mittelstandes, finden wir diese kompetenten Leute in den Vorständen nicht. Also entweder Vitamin B, Kaminkarrieren oder Erbe. Er fordert mehr Geeks und Nerds in die Chefetage. Sollten wir mehr Geeks und Nerds in die Chefetage heben? Also das habe ich vor 2 Jahren schon gefordert. Ich habe gesagt, super Nerds in die Chefetage. Ich weiß auch nicht, wenn zum Beispiel die Silicon Valley Startups hier, sagen wir, auftreten vor Industriellen und vor Vermögenden und vor Entscheidern, dann sinken die fast auf die Knie, wenn die dann irgendwas erzählen über neue Entwicklungen oder wenn Dienste vorgestellt werden. Und dann gehen sie wieder raus und die Vorzimmerdame macht den nächsten Termin. Das Spannende an den ganzen Silicon Valley-Diskussionen ist ja eigentlich, wir Deutsche gehen nach Silicon Valley, gucken uns da etwas an, was hier nicht so entstehen kann, weil wir hier ein ganz wesentliches Element leider verpennen dabei. In Silicon Valley werden die, jetzt komme ich, Menschen, die da als Erwachsene rumlaufen, auch so behandelt. Die werden nicht, wenn die Unternehmen
Wenn du mal auf die Venture Capital, Winzel schüttelt den Kopf hier, wenn du auf die Venture Capital Ebene guckst, da funktionieren Dinge anders. Wenn du siehst, wie da gerade die erfolgreichen Unternehmen miteinander arbeiten, funktionieren Dinge anders. Da wird nicht von oben irgendeine Plattform aufgesetzt, da wird nicht eine Plattform abgeschottet, da wird miteinander kommuniziert, da wird sich ausgetauscht. Da funktioniert das, was nachher zur Industrie 4.0 werden kann, zu Austausch von Informationen auf der Ebene, dadurch, dass die Ebene auch wirklich da reingezogen wird. Und das finde ich so spannend, dass das, was wir mit Industrie 4.0 verbinden, ganz wenig da und ganz wenig bei den Erwachsenen ist. Ja, vor allen Dingen macht man den fünften Schritt vor dem ersten. Es gab im Prinzip, das ist doch eine Funktionärsgeburt, ja, in Industrie 4.0. VDMA, ZVI und Bitkom und dann noch mit SAP, Clique dazu, haben einfach diesen Begriff erfunden, der jetzt runtergenölt wird bei dem IT-Gipfel der Bundesregierung. War einer schon mal beim IT-Gipfel, wo Herren in grauen Anzügen einer Dame im Hosenanzug irgendwie zuhören und sich immer jedes Jahr wieder damit abspeisen lassen, dass wir beispielsweise in der Bandbreite immer noch so bei 10 Mbit rumdümpeln. Und wo dann die Merkel gesagt hat, wir werden eine Gigabit-Gesellschaft. Wenn Sie das mal ausrechnen, schaffen wir das ungefähr, weiß ich nicht, in so 300 Jahren oder so. Aber die lassen sich da abspeisen und dann sagen noch die Verbandsfunktionäre, ja, Industrie 4.0, da basteln wir dann 4 Jahre dran und dann stellt sich einer aus dem Konsortium hin von KUKA und sagt, leider können wir keine Standards empfehlen, weil diese drei Verbände unter dem Verbandskartellrecht stehen. Blöd, oder? Für mich geht bei dieser ganzen Diskussion einfach zu vieles unter. Nämlich für mich ist ja die Frage, wo führt das hin? Wo soll das Ganze hinführen? Wo führt Industrie 4.0 hin? Soll Industrie 4.0 wirklich dazu dienen, dass wir Daten irgendwie miteinander, ein Geschäftsmodell, ja? Ja. Soll Industrie 4.0 wirklich dazu führen, dass wir Big Data nutzen, damit die Datencloud gefüllt wird? Der Faeser hat was gepostet. Du hast eine Spinnen-App, deswegen kann ich das so schlecht lesen. Gunnar hat seit heute Morgen eine Spinnen-App. Ja, ja. Kollaborative Netzwerkökonomie im industriellen Kontext, sagt der Faeser. Also ist es das, dass wir Daten über das Internet verbinden? Dass wir Maschinen als... das ist ja nicht Industrie 4.0. Ja, Industrie 4.0 ist eine sinnvolle Art, miteinander zu arbeiten. Wenn ich jetzt einfach mal 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre weiterdenke, was passiert denn da in den Fabriken? Außer, dass wir jetzt vielleicht, also ich bin sowieso der Überzeugung, wir arbeiten mit Übergangstechnologien. Wir arbeiten seit 10 Jahren mit Übergangstechnologien. Alles, was Internet bedeutet, ist eine Übergangstechnologie. Und alles, was wir in den nächsten 20 Jahren erleben werden, sind Übergangstechnologien. Wir können nicht warten auf irgendwas, das uns dann erlaubt, Daten vielleicht noch besser zu nutzen. Wir können nicht warten darauf, dass wir irgendwas sehen und kriegen, das Maschinen besser miteinander vernetzt. Sondern wir müssen das miteinander vernetzen, was sich sowieso immer am besten vernetzen lässt, nämlich Menschen. Also meine Perspektive. Auf das, was auch Arbeit bedeutet. Wie Arbeit sich entwickelt. Ja, vor allen Dingen, und das ist auch wie dann Industrie 4.0 Teil der Arbeit wird. Ich meine, genauso wie die Abwrackprämie, glaube ich, einfach nur so eine Beruhigungspille für die Industrie, für die Verbrennungsmafia war, um zu überleben, ist das doch letzten Endes nur eine Beruhigungspille, um so weitermachen zu machen wie bisher. Weil es werden doch keine Strukturen geöffnet, es wird weiter hierarchisch geführt. Meine Andreas wird ja was gleich sagen zum Thema Unternehmensdemokraten. Da wäre ich gespannt, wie viele da aus dem Industrie 4.0-Umfeld wirklich dabei sind. Ne? Also wirklich knallharte industrielle Produktion, Maschinenbau, wie viel sich da geöffnet haben. Beispielsweise in offenen Plattformen zu arbeiten, wie die Firma Local Motors, die ja im Prinzip sogar für die Rüstungsindustrie mit offenen Entwicklungsumgebungen arbeitet. Ja? Mir fällt, sag mal, in Deutschland kein Industrieunternehmen ein. Schon gar nicht fällt mir ein Vorstandschef von einem Industrieunternehmen ein, der in irgendeiner Form sichtbar wäre in puncto seiner digitalen Kompetenz. Was? Da ist einer, der Jan. Der Jan will genau was sagen. Ich kenne doch einen. Ja, das also wir unterhielten uns eben, dass da noch fehlt, vielleicht Open Source, wobei wir dann ganz doll lachen würden. Dann schreibe ich es hin. Open Source. Das ist gut. Nein, genau das ist es. Also wenn wir Industrie 4.0 als eine technologische als technologischen Entwicklungsschritt nutzen, verstehen, Vernetzung da reinbringen,
smarte Fabriken da reinbringen, dann verlieren wir das, was wir an Kompetenz im Land der Dichter und Denker haben, im Land der Ingenieure. Dann verlieren wir nämlich den Menschen in Teil dieser, in teils Teil dieser Fabrik. Der einzige kreative Teil in dieser Fabrik ist der Mensch. Ja, guck mal her. Was wolltest du jetzt? Ich plädiere hier für Streichen. So. Denn ich glaube, egal, die Diskussionen führe ich hier mit Industrielobbyisten schon seit Ewigkeiten, vom gegenseitigen Haareschneiden kann man nicht leben. Ne? Man muss ja irgendwo produziert werden. Da stelle ich gar nicht in Frage. Ja? Vor allen Dingen, wenn man die Fertigungstiefe in Deutschland sieht, nicht nur in der Autoindustrie, findet die Produktion ja gar nicht in Deutschland statt. Ja? Vielleicht die Veredelung, die Endmontage, bla bla bla. Ja, genau, denken. Und die Frage ist, sag mal, was Sie um ein Produkt herum machen, ja? Wie Sie es, sag mal, in Systeme integrieren, wie Sie sag mal, mit Intelligenz aufladen. Und das schaffen Sie nicht, wenn Ihre Industrie 4.0-Denke an Ihrem Fabriktor endet, sondern es geht halt um mehr. Es geht halt um das Matching-Prinzip, was Sie, sag mal, über Plattformen organisieren, wo vielleicht Ihre Handshake-Geschäfte im Sauerland dann halt nicht mehr funktionieren, ja? Weil bestimmte Dinge dann halt über Alibaba abgedeckt werden. Geben Sie mal spaßeshalber den Begriff Dachdecker bei Amazon Deutschland ein. Da werden Ihnen irgendwelche T-Shirts angezeigt, ne, diese, wo irgendwelche Dachdeckersprüche drauf sind. Und geben Sie denselben Begriff mal in englischer Variante in den USA ein bei Amazon. Was dann passiert? Gucken Sie mal, da werden Ihnen nämlich Dachdeckerdienstleistungen und alles rund um Dachdecker angeboten, was Sie direkt über Amazon bestellen können. So, und das heißt, da werden sich Logiken ändern. Ne? Also da werden sich Kunden, Anbieterstrukturen verändern. Das hat sich schon längst verändert. Das, natürlich. Dieses kleine komische Ding, das wir hier mit uns rumtragen, das ist die Welt. Das müssen wir mal verstehen. Da steckt die Welt drin. Vor 10 Jahren, ich habe selber in der Telekommunikationsindustrie gearbeitet lange. Ich habe diese Dinger mitentwickelt. Ich habe eine lange Historie mit diesen Dingern. Ich habe es vorhin da draußen, als wir da standen. Früher hat man diese Dinger, das kann auch telefonieren, das hat man ans Ohr gehalten und hat telefoniert. Heute hält man es vor die Nase, weil das Ding kann auch telefonieren, aber das ist nicht mehr Grundzweck dieses Geräts. Das ist eine App-Maschine. Da laufen ganz viele Programme drauf. Das kann auch telefonieren, deswegen hält man es jetzt so. Da ist ganz viel passiert, was neue Möglichkeiten von Vernetzung gibt. Da ist ganz viel passiert, was neue Möglichkeiten gibt, Daten zu nutzen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Dinge neu zusammenzustellen. Nur wir tun es nicht. Ja, und das, was du schreibst, das mit Denken, ne? Diese Begriffe vernebeln halt, ne? Weil sie die Akzente falsch setzen und weil sie denken, dass das so weitergeht wie in den letzten 5 Jahrzehnten, obwohl es ja, sag mal, seit 1960 einen Prozess der Deindustrialisierung gibt. Und ich verstehe nicht, dass mal Firmen wie Trumpf oder KUKA sich nicht abgrenzen von der klassischen Industrie, beispielsweise VW, BMW und Co., die den Prozess der Deindustrialisierung massiv vorantreiben, indem sie die Lieferanten so dermaßen knebeln, was ich mit Stundensätzen von 3-4 Euro, wo mir dann ein großer Lieferant im Interview gesagt hat, natürlich gibt es die Deindustrialisierung und schuld daran sind diese Konzerne, die uns solche Verträge auferlegen und dann können wir nur in Rumänien produzieren, also sollten wir doch aufhören, diese Industrieleier weiter zu flöten, vor allen Dingen die vielleicht noch wirklich hier die Produktion in Deutschland machen, wie Firmen wie KUKA etc. Zumindest dann, wenn es abschottend, wenn es dazu führt, dass man Daten zwar als von Nutzen sieht, aber im Kleinen hält. Denn die Unternehmen, die Erfolg haben heutzutage in der Produktion, im Handel, egal wo, in Servicedienstleistungen, haben deswegen Erfolg, weil sie ihre Servicedienstleistungen, ihre Daten, ihre Möglichkeiten offenlegen, weil jeder damit arbeiten kann. Amazon hätte nie den Erfolg gehabt, den es heute hat, wenn Amazon immer nur gesagt hätte, wir machen unser kleines Ding, ja, wir verkaufen nur die Bücher, die wir haben. Der Exilant in Österreich. Genau, der will auch noch was sagen. Das Problem ist, dass wir dieses Zusammen nicht mehr können. Wir können nicht mehr zusammen denken. Wir können nicht mehr Menschen miteinander vernetzen. Wir können all diese Infrastruktur, die wir haben, die wir im Moment nicht aufbauen weiter, aber die wir im Grundsatz haben, nicht nutzen.
All diese kognitive Intelligenz ist da, aber nicht, wird nicht genutzt. Und das wird uns irgendwann... Aber das wird Ihnen doch schon eingetrichtert in der Ausbildung. In der Hochschule wird Ihnen das schon eingetrichtert, dass Sie quasi dass Sie vorne was reinstecken und hinten kommt was raus. Dass alles auf Effizienz getrimmt wird, dass es um besser, höher, schneller geht. Ja, aber in der Ingenieurwissenschaft. Ja. Ja, deswegen müssen Sie eben auch die Altvorderen irgendwann rauskegeln aus den Unternehmen, weil es wahrscheinlich sonst nicht gehen wird. Also Sie werden aus den DAX-Konzernen werden Sie keine digitalen Überflieger machen. Das ist eine Illusion. Und dann sehen Sie doch auch, wie viele DAX-Konzerne mittlerweile da rausgepurzelt sind. Ne? Und wie viel da noch Zukunft haben oder wie viel immer noch an der Verbrennungsmaschine arbeiten. Weil Sie, sag mal, auch nicht kapiert haben, dass es vielleicht um Mobilitätsschwärme geht, um eine völlige Neuorganisation von Mobilität. Ja, das Spannende ist ja, dass man ganz viele Unternehmen sieht, die mittlerweile keinen Aufschwung und Abschwung erleben und nicht lange im Markt auch sind. Also es gibt ganz viele Dinosaurier, die jetzt heutzutage wirklich lange schon existieren, sowas wie Siemens, gibt es immer weniger. Es gibt immer mehr Unternehmen, die kurz da sind und wieder wegfallen. Genau wie Facebook. Ich wette darauf, dass Facebook in der Form, wie wir es heute kennen, in 10 Jahren nicht mehr da ist. Dann gibt es was anderes. Es gibt dann immer noch Mark Zuckerberg, der dahinter steckt. Aber Facebook in der Form, wie wir es heute kennen, funktioniert dann schon nicht mehr, weil, das meinte ich vorhin mit Übergangstechnologien, dass wir diese Dinger benutzen, um was reinzutippen. Was soll der Blödsinn? Ich kann mit dem Ding reden. Ich kann Siri. Ich habe gestern Abend meinen Kindern Siri gezeigt. Die waren ganz begeistert, dass man dieses Ding, die haben immer gefragt, wie alt bin ich? Und dann hat das Ding gesagt, wie alt ich bin. Das fand ich dann nicht so gut. Aber also, man kann ganz anders miteinander umgehen. Man kann anders kommunizieren. Was Christine vorhin sagte, wir machen ein Format, das heißt Freikopfler. Wir sind 3 Berater, einer sitzt bei Bonn, das bin ich, einer in Hamburg und einer in Berlin. Wir haben 2 Jahre lang miteinander gearbeitet, wir haben uns nie zu dritt irgendwo in einem Raum getroffen. Wir waren immer nur entweder zu zweit irgendwo zusammen oder wirklich auch nur virtuell. Wir arbeiten aber trotzdem seitdem zusammen und wir bieten so eine Art Coaching an. 30 Minuten lang gibt es so ein Peer-Coaching. Ja, wir hauen andere mit Ideen voll. Indem wir jeder zu Hause an seinem Rechner sitzen. Und wir brauchen nicht mehr zusammenzukommen. Wir brauchen nicht einen Tag lang irgendwo hinzureisen. Ich wäre auch hier viel lieber von zu Hause aus hingekommen. Die Stunde aber, hätte ich... Aber zum Beispiel, man kann halt mal miteinander reden und berühren. Menschen zu berühren ist ganz wichtig. Wenn wir bei der Ausbildung sind, Naturwissenschaftler werden vielleicht anders ausgebildet. Aber zumindest gibt es eine Studie von Fraunhofer IAO, dass beispielsweise Manager heute keine Kompetenz haben, auf Distanz zu führen. Das wird einfach nicht vermittelt. Also in Projekten zu führen, da heißt es, ich will sie im Büro arbeiten sehen. Ja. Ne? Ob ich da in der Nase Präsenztempel oder so. Ja. Da kommen diese Präsenztempel, an denen wir vorhin vorbeigegangen sind, die brauchen wir in 20, 30 Jahren. So, die wir draußen bauen, brauchen wir in 20, 30 Jahren nicht mehr. Die Straßen werden wir in der Form, wenn Mobilität sich tatsächlich weiterentwickeln kann, wenn wir da Plattformen und Vernetzung nutzen, kann Mobilität ganz anders funktionieren. Das können wir alles lassen. Vor allen Dingen, wie schaffen Sie es aber auch neue Ideen? Also wir hatten mal so eine Diskussion, ob es sinnvoll ist, dass man die klassische Wirtschaft verstärkt auf die Netzszene trifft. Wer war schon mal beim Barcamp? Ja, du bist ja immer beim Barcamp. Aber der Felser ansonsten keiner. Aber ich würde es Ihnen empfehlen, dass Sie mal zum Barcamp gehen, sich mal in den offenen Strukturen, wenn die Netzszene sich trifft, hinzugehen. Entweder selber dann eine Session anzubieten, der Jan macht das ja auch. Und die Erfahrung, Jan, ist ja so, dass man halt schon dann Impulse bekommt, auch für das eigene Geschäft, dass man vielleicht auch Überraschungen erlebt. Oder ich habe zum Beispiel auf Facebook in 5 Minuten entschieden, einen alternativen Wirtschaftsbuchpreis zu schaffen, weil uns der Handelsblatt-Buchpreis aufgeregt hat. Dann haben wir die Initiative auf Facebook gestartet, dann sind Vorschläge gemacht worden, 7 Titel sind genannt worden, die, sagen wir mal, nicht auf den Bestsellerlisten stehen, der Ralf war ja auch beteiligt an der Geschichte und das Ding ist durch die Decke gegangen. Und mittlerweile spricht man von einer Shortlist des alternativen Wirtschaftsbuchpreises und ich bekam gestern noch einen Anruf von einem Weltethos-Institut, die das Ding im nächsten Jahr finanzieren wollen. Ja? So, das heißt, das Matchen mit der Netzszene, nicht nur digital, sondern auch in analogen Formaten wie das Barcamp, führt dazu, dass Sie einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Ihr Unternehmen auch weiterzuentwickeln, auf neue Ideen zu kommen oder vielleicht auch entsprechende für Ihr hartes Geschäft entsprechende Entwickler-Communities aufzubauen, wo es ja nicht nur um irgendwie
darum geht, wie Sie einen Tweet richtig formulieren, sondern kann es ja auch in eine technische Dimension gehen. Ne? Jetzt versuche ich mal noch den Bogen wieder hinzukriegen. Genau, mach mal den Bogen. 4.0 zu Lean, ja, ja. Und alles. Wie funktioniert bei Ihnen im Unternehmen Weiterentwicklung? Wer denkt? Wo wird gedacht? Oben. Ist das so, dass irgendwie oben gedacht wird und unten wird gemacht? Nein, da heißt es doch mal, ich habe Meetings, also bin ich. Jetzt muss ich die nächste Tafel holen, Entschuldigung. Jetzt wird es ja, ja schlimmer, als ich dachte. Ja, mach, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne? Nein, das ist ein... Also, wir haben... Das ist ein Mythos, Winfried. Wenn Sie es dann machen und praktizieren, dann wollen Sie ja nichts mehr anders machen. So. Also wir haben Kopf, Hand, wir haben die Lähmschicht, die haben wir immer noch, richtig? Das ist in den meisten Unternehmen so, oder? Oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch, weil ich aus dem falschen Unternehmen komme? Also da haben wir die Lähmschicht. Beim großen genau, der war bei der Telekom. Ja, das kriegt man, nee. Aber das, Winfried, das Gute ist, es funktioniert ja trotzdem bei den meisten. Aber ich war bei der Konkurrenz, war auch nicht besser. Ja, also wir haben immer noch Kopf-Hand. Das ganz Interessante ist, wenn man sich die Menschen anguckt, die da arbeiten, wenn sie eins überstanden haben, und das Ding nenne ich hier immer Berufspubertät, Berufspubertät heißt an der Stelle, dass hier unten die so sozialisiert und so ausgebildet sind, dass sie das Denken bitte aufhören, sobald sie ins Unternehmen betreten und wieder anfangen, wenn sie da rausgehen, dass sie also drinstehen und arbeiten und dann rausgehen und wieder die Welt rocken und die rausbauen und was weiß ich, welche Vereine leiten, dass wenn man das schafft zu überstehen, dass man wieder denen hier unten sagt, ihr dürft denken, ihr könnt denken, ihr sollt denken und wir reden auch miteinander. Ja, wir machen diese Schnittstelle hier auf, dass dann auf einmal ganz viele Ideen kommen und gute Ideen, weil die wissen, was sie tun. Und das ist auch so ein Element, das wir bei Industrie 4.0 ganz schnell verlieren können. Wenn wir nämlich sagen, wir hier oben wissen, welche Informationen welche wir brauchen, wir haben die Daten, wir haben die Cloud. Wir können mit all den Informationen ganz super irgendetwas tun, dann sind die hier unten wirklich nur noch Hand. Und dann geht ganz viel an Potenzial, und ich behaupte, ein Drittel alles Potenzials von Unternehmen steckt da unten drin, in den Köpfen, geht verloren. Da hinten war was. Winfried, du gleich. Das Thema überlasse ich Andreas. Ja. Sowieso, ja klar, natürlich. Weil die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass gute Sachen rauskommen. Also wenn halt mehr daran beteiligt werden, ist es immer so, dass es gibt auch den Trend zur Schwarmdummheit, klar. Aber sie erhöhen einfach die Trefferwahrscheinlichkeit auf gutes... Ja, aber Schwarmdummheit hat Dück ja nur geschrieben, weil er das hier oben genau interessiert hat. Ja, ja. Also das, was Sie sagen, das wird Andreas Zeug gleich garantiert noch aufgreifen. Nämlich also die Entscheidungsprozesse anders zu gestalten. Es gibt einen wunderbaren Prozess, der heißt administrativer... wie heißt er? Konsultativer Entscheidungsprozess. Also Menschen zu befragen, die damit zu tun haben mit der Entscheidung, und dann gemeinsam, also dann entscheidet einer, aber dann Thema alle anderen gehört hat. Ob der jetzt hier unten sitzt oder oben, ist vollkommen egal. Aber er hat sich sinnvoll informiert. Ich kenne das aus meiner eigenen Historie, jetzt kommt nochmal ein ganz, ganz kleiner Seitenhieb auf das Unternehmen, in dem ich früher mein Geld verdient habe. Auch gutes Geld, war auch sonst ganz nett. Ich hatte relativ große Projektleitungen, da ging es dann darum, dass auch der Vorstand gebrieft wurde, und ich habe meinen Chef gebrieft mit den Informationen, die ich hatte. Das waren so 20% von dem, was im Projekt lief. War ein großes Ding. Dann hat mein Chef ungefähr 1% meines oder 10% meines Wissens vielleicht mitgenommen, also 2% von dem, was im Projekt lief. Und dann hat er seinen Chef gebrieft, der dann im Vorstand war. Der hat nochmal 10% dessen mitgenommen, was dann eigentlich im Projekt lief. Dann hat er natürlich da oben mit den anderen diskutiert. Rauskam eigentlich nichts mehr von dem, was mit dem Projekt zu tun hat. Wie dumm kann man sein? Ja gut, aber der Andreas wird ja auch sagen, es hängt ja auch von institutionellen Regeln vielleicht ab, ne? Also wie die bestimmten Prozesse laufen im Unternehmen,
oder wie ich Karriere gemacht habe. Sie glauben ja nicht, dass Herr Rorschach in irgendeiner Weise, der über die Seilschaften von dem Ex-McKinsey-Chef dann irgendwann Adidas-Chef wurde, in irgendeiner Weise die Basis damit einbeziehen würde, sondern der hütet seine Vorstandsetage wie die Bank von England. Und wenn ich mit denen herausfordere, über, beispielsweise über das Netz mit mir zu debattieren, dann schickt er seine Entourage vor. Ich meine, so sind ja die Verhältnisse. Die ganzen DAX-Vorstände haben ihre Karriere so gemacht, wo Habitus zählt in bestimmten kleinen Kreisen, aber nicht Qualifikation. Ja, so. Nicht umsonst sind da so viele Psychopathen an der obersten Stelle. Ja, klar, wenn du bist Psychopath oder Borderliner, dann kannst du nach oben gehen. Das ist deutlich leichter, als sich ernsthaft mit dem auseinanderzusetzen, genau, was da unten gedacht so wird. Und wenn sie diese Mechanismen dann nicht ändern, sagen wir wie Haufe oder so, dass mal die Entscheidungswege anders werden, werden sie natürlich oben immer die Borderliner haben, ja? Weil nur die das, schon mal per se das, sich durchsetzen. Das Problem ist, das nimmt ja den Unternehmen nicht alle, aber ganz massiv die Potenziale, die sie haben. Und damit wird auch das, was man hier oben spielt, nicht funktionieren, weil Daten alleine sind nicht die Welt. Daten alleine gibt es auf dieser Welt schon viel mehr, als wir es in Deutschland irgendwie heben können. Ja, wir haben ganz andere Themen um Lean. Jetzt kommen wir zu dem Thema, Verschwendung zu minimieren. Und Verschwendung findet da statt, weil wir das nicht nutzen. Aber Winfried hat ja gerade geschrieben, wir brauchen als Basis Eco statt Ego. Aber nenn mir doch mal einen Unternehmenschef, der das lebt, im industriellen Umfeld. Ja. Versucht das als Thema zu machen. Ich meine, Jan arbeitet 4.0, versucht es auch zu implementieren. Haben wir ja schon zwei. Ja. Von wie vielen Unternehmen? Also das Thema 3 Millionen. Ist, der Markt wird da bereinigend sein. Also man kann ja Unternehmensdemokratie oder neue Struktur über Gutmenschlichkeit implementieren. Ich glaube, nee, da geht's nicht. Ich glaube, am Schluss, es wird einfach eine bessere Performance sein. Und diejenigen, die sich nicht umorientieren, werden einfach. Aber das, was gerade gesagt wurde, dass dann 98% frustriert sind, oder was dann mal Gallup in den Umfragen jährlich veröffentlicht über die innere Kündigung, kommt ja auch nicht von ungefähr. Also da bleibt ja auch Qualifikation dann auf der Strecke. Ja, Entschuldigung. Ich habe eben auch noch mal eine Frage bekommen, so privat. Ich soll provokativ fragen, wer bezahlt 4.0? Bitte? Wer bezahlt 4.0? Na, jetzt sind's welches ja 4.0? Das 4.0 oder das 4.0? Naja, 4.0. Na jetzt drei Ministerien, denn das Industriekonsortium war ja so unfähig, dass sie jetzt unter das Dach von drei Ministerien gekrochen sind, weil sie ja nicht in der Lage sind, selber Standards auf den Markt zu bringen, VDMA, ZVI und Bitkom. So, und jetzt sollen es drei Ministerien richten in Deutschland und das Industrie 4.0-Ding weiter nach vorne bringen. Wird schwierig, wenn man die E-Government-Erfolge der Bundesregierung sieht, ne? Ja, das war das mit dem Ende der auch das Thema mit der Infrastruktur. Ich habe jetzt einen Personalausweis beantragt, der online. Jedes Jahr auf Pressekonferenzen beim IT-Gipfel Ihnen als großartige Card der Bundesregierung präsentiert wird, ist das Bürgertelefon, also die Merkel-Hotline, dass Sie da anrufen können als Bürger in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Da werden Ihnen immer wieder die Erfolgsergebnisse präsentiert beim IT-Gipfel. So und so viel steht und so oft ist angerufen worden. Aber rufen Sie mal nach 18 Uhr an. Ja? Das war der Unterschied zwischen so und so. Genau. Ja? Ja. Aber ist kein Witz, das wird Ihnen jedes Jahr auf der Pressekonferenz beim IT-Gipfel präsentiert, diese Merkel-Hotline. Ja, aber das ist genau dieses Thema Infrastruktur, das wir da verpennen. Also jetzt komme ich doch mal wieder zu Industrie 4.0. Wenn wir Industrie 4.0 wirklich so machen wollten, wie Industrie 4.0 sein könnte mit den ganzen Daten, welches Unternehmen hat die Bandbreite? Welches Unternehmen irgendwo? Ich stamme aus dem Bergischen Land, das ist schon schlecht versorgt. Gehen Sie mal ins Sauerland. Ja, so irgendwo. Geh mal zum Bonner Hauptbahnhof. Geh mal. Das ist der Telekom-Zentral. Wo ich jetzt wohne, ist auch nur noch 6 Mbit. Welches Unternehmen hat die Bandbreite, das zu tun? Wir bauen Autobahnen aus, die wir in 10 Jahren behaupte ich in 20 Jahren nicht mehr brauchen, weil Mobilität anders gemacht werden kann. Und die Großen werden es machen. Da wird ein Google kommen, Ja gut, dann macht man halt die Produktion in Südkorea, die haben schon Gigabit. Brauchst keine, hast 3D-Drucker zu Hause. Ach so, stimmt. Also wir bauen an vielen Stellen Infrastruktur auf, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Und wir bauen die Infrastruktur, die wir bräuchten, um das zu tun, aber auch um das zu tun. Wie gesagt, ich arbeite mit zwei Kollegen in Deutschland, quer durch Deutschland zusammen. Die bauen wir nicht auf. Und da beißt sich auch wieder Politik und Industrie 4.0 und alles, was da geredet wird, irgendwo hin. Jedenfalls ist da außer Reden eben nicht viel, was an Substanz irgendwie kommt. Gut, aber wir ändern es wahrscheinlich auch nicht, wenn wir dieses
Geklingel fortsetzen, wenn wir ständig darüber schreiben, Industrie 4.0, hoch, runter, bla bla. Was müsste denn das Geklingel sein? Machtelitenhacking. Jetzt komme ich hier, ich hole die dritte Tafel. was ist das Geklingel, das uns aus diesem Industrie 4.0 Loch rausholt? Ja, genau. Was sind die Begriffe? Und jetzt auch wieder an Sie, an euch. Was ist das, worum wir uns eigentlich kümmern sollten, wenn wir Industrie 4.0 machen? Unabhängig von dem, was ich mal gedacht habe. Also das ist ungefähr dieselbe Frage, was ist für euch der Unterschied zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz? Das eine gibt keine Widerworte. So. Welches? Im Moment ist es aber die menschliche Seite, die keine Widerworte gibt. Ja. So. Und wem überlassen wir die Zukunft? Oder was vermissen wir, wenn wir das der einen Seite überlassen? Ja. Was ist es denn? Was? Ja, Kreativität ist das erste Wort, das mir einfällt. Ja. Winfried? Also Elite-Hacking finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe letzte Woche mit einem, der auch bei unserem Event war, der heute leider nicht da ist, aber fürchterlich, ein Unternehmer des Jahres, da habe ich ihn auch gefragt, warum klappt es in Deutschland mit digitaler Transformation? Und er sagte, sein Problem ist, wenn immer nur die Evangelisten rumlaufen und im Mittelstand sagen, wie scheiße er ist, genau. Das wäre jetzt nicht so die richtige Plattform, um Transformation zu katalysieren. Und er meinte, in sich jetzt positiv wie Hacking, man müsste viel mehr Plattformen des Austauschs schaffen. Also jetzt nicht Uber-Plattform oder Gedulden. Nee, Gedankenaustausch. Gedankenaustausch und das auch Praxis von Praxis lernen kann und Praxis von uns Mittelstand und Start-ups tatsächlich in einem, aber auch wirklich kommunikationsfähigen Kontext sind. Ja. Ja, aber auch sag mal, so offene Formate zu machen. Ne? Also, Next Act habt ihr das ja auch gemacht. Wir haben das bei der Next Economy Open auch gemacht, wo man. Versucht doch mal auf Augenhöhe wirklich da mit einem Vorstandschef von irgendeinem Industrieunternehmen zu sprechen. Oder stell mal dem Opel-Chef auf Twitter Fragen. Nestle ist ja bekannt, ne? Lebensmittelkonzern. Die haben ja mal eine Aktion gestartet, Frag Nestle. Ist ein bisschen in die Hose gegangen, wegen der Wasserrechte, die sie in Entwicklungsländern aufkaufen und aus dem öffentlichen Gut dann ein privates Gut machen, zulasten der öffentlichen Grundversorgung. Das Problem ist, wenn Sie A sagen im Social Web, müssen Sie auch B sagen. Also wenn Sie Frag Nestle als Hashtag ausgeben, dann müssen Sie auch antworten. So, ne? Und ich habe zum Beispiel, ich mache ja auch einen Kurs über Wirtschaftsethik an der Hochschule und habe ich dann gefragt, Nestle, was ist dein öffentliches Gut? Das habe ich vor 2 Wochen gefragt, habe keine Antwort erhalten, weil das nämlich eine zentrale Frage ist, ne? Also Allgemeinwohl, Grundversorgung und nicht irgendwie Länder wie Irak erpressen und dann Wasserrechte kaufen und letzten Endes dann die Infrastruktur in der eigenen Hand zu haben, um keine Konkurrenz zuzulassen. Das Problem ist ja, wie du es eigentlich gerade beschreibst, wir müssen lernen, aus unseren kleinen Unternehmenskästchen rauszudenken. Das müssen wir hier sowieso tun. Ne? Das ist dieses Vernetzen. Wir müssen mit anderen Unternehmen interagieren. Wir müssen die Schnittstellen öffnen, damit wir miteinander arbeiten können. Und wir müssen das ja nicht nur auf Unternehmensebene tun, oder wir müssen es hier in den Unternehmen tun, indem wir die Köpfe öffnen, ja? Damit die Mitarbeiter ihre Intelligenz reinbringen können, sondern wir müssen ja auch die Unternehmen miteinander vernetzen und wir müssen uns eigentlich als Gesellschaft miteinander vernetzen. Wir müssen viel mehr in den Dialog gehen, viel mehr in den Austausch und viel mehr in das Gemeinsame und in eben dieses gemeinökonomische Denken. Aber wenn ihr als Apparatschick sozialisiert wurdest, dann wirst du das nicht machen. Nee, dann müssen wir jetzt leider hier auch rumdrehen. Weil das wird nicht funktionieren. Das ist wirklich wieder die Parade. Ja. Ja, aber dann auch sichtbar zu machen, dass man das eigene Hundefutter auch wirklich frisst. Ja, ja?
Eat your own dog food. Also wenn ich über Digitalisierung als digital-darwinistischer Keynote-Speaker auftrete und beim ersten Tweet dann in die Knie gehe, weil da ein bisschen Kritik kommt, dann ist es eben nicht eigenes Hundefutter essen. Und genauso geht es um die anderen Geschichten, die intern ablaufen. Bei Google gibt es eine große Kritik, weil die nicht Plattformen können. Google Plus, ist einer auf Google Plus? Da, so nutzt, naja, also jedenfalls ist es ein ziemlicher Datenfriedhof geworden. Und dann gab es eine interne Kritik, so nach dem Motto, Google isst das eigene Hundefutter nicht, die nutzen die Plattform nicht intern. Also ist es nichts geworden, im Gegensatz nochmal zu Apple, die essen ihr eigenes Hundefutter. Ja, das schmeckt ja auch besser. Nicht mehr. Es schmeckt besser, genau. Aber wir müssen jetzt zum Ende kommen. Oh. Löst das auf? Da gibt es nichts auszulösen, außer dem, was wir gerade alle verstanden haben. Ich glaube, wir müssen Industrie 4.0 in diese Richtung denken, ja, wenn ich das als Input geben kann. Wir müssen wegkommen von Daten. Daten sind da, Daten sind genug da. Wir haben Sensorik, wir bauen über Sensorik ein, wir haben Robotik. Wir können die Daten erfassen, wir können sie erheben, wir können Big Data nutzen, sofern wir irgendwelche Menschen haben, die auch wissen, was sie damit tun. Ja, Big Data, ich habe selber sowas von schon vor 10 Jahren Big Data gepredigt. Auf der anderen Seite wusste ich, selbst wenn die Daten da sind, ist da keiner, der intelligent genug ist, die richtigen Fragen zu stellen, damit ich aus den Daten das rauskriege, was ich als Antwort brauche. Und nicht, ich stelle dieselbe Frage, die ich immer schon gestellt habe. Die Fragen verändern sich. Wir müssen das Denken wieder in die Köpfe kriegen. Und wenn wir das schaffen, das ist aber ganz viel hier unten. Und Reflexion nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern die Organisation sich reflektieren lassen. Und ersetzen Sie Industrie 4.0 einfach über Netzökonomie mit dem Begriff. Dann, weil Begriffe vernebeln eben auch das Denken und sie sind nicht mehr im 19. Jahrhundert. Also das Industrie in der Form ist nicht mehr existent und wird auch in der Zukunft nicht mehr so existieren, wie wir es aus den letzten Jahrzehnten kennen. Also ändern Sie quasi auch Ihre Begriffe. Einen habe ich noch. Das andere, das Thema, das daraus entsteht, wenn Sie das tun, wenn Sie die Menschen da reinbringen, dann entsteht neben Industrie auf einmal was, das nennt sich Service. Und das ist der Teil, da komme ich zu den neuen Geschäftsmodellen, das ist der Teil, der nachher aus Industrie 4.0 auch neue Geschäftsmodelle machen kann, wenn ich nämlich das, was ich da anbiete, als Service anbieten kann. So, wir müssen aufhören. Vielen Dank. Dankeschön.